Meine Damen und Herren, die SWR Big Band unter der Leitung des Mannes, der die Band seit vielen, vielen Jahrzehnten geleitet hat. Wir freuen uns sehr über das spontane Auftreten von Professor Erwin Lehn. Professor Lehn feierte am 8. Juni seinen 90. Geburtstag. Wir gratulieren nachträglich und als kleine Hommage gibt es stehende Ovationen. Erwin Lehn, der langjährige Leiter der Stuttgarter Rundfunk Big Band, starb am 20. März im Alter von 90 Jahren in Stuttgart. Bei den Jazz Open im vergangenen Jahr wurde ihm zu Ehren eine lange Jazznacht veranstaltet. Erwin Lehn ließ es sich nicht nehmen und dirigierte persönlich das von ihm im Jahre 1954 als Südfunk-Tanzorchester gegründete Jazzorchester des Landessenders. Gleich mehrere Gaststars reihten sich an diesem Abend in die lange Liste der Jazz-Solisten, Gastspieler und Gastbandleader ein, die mit dieser Formation und ihrem einstigen Leiter in den vergangenen 5 Jahrzehnten auf der Bühne und im Studio gestanden haben. Darunter Chet Baker, Chick Corea, Albert Mangelsdorf, Toots Thielemans, Gloria Gaynor, Slide Hampton und Sammy Nestico. Die musikalische Bandbreite vom Blues und Swing über den Bebop bis hin zum Modern Jazz zeigte sich in der Zusammenarbeit mit Helen Schneider, Joe Gallardo und Stuttgarts bekanntesten Jazzer Wolfgang Dauner, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Viel Spaß bei dieser Hommage an Erwin Lehn von den Jazz Open 2009 in Stuttgart.